Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns auf Ostwestfalen TV. Zu Gast sind wir heute im Colonel Knight Stadion in Bad Nauheim bei den Roten Teufeln. Herford mit 15 Spielern gemeldet und die Teufel mit 17 Spielern. Wir starten hier im ersten Spielabschnitt, vierte Spielminute, mit einem Foulspiel von Shane Haskins an Dennis Schmunk. Shane Haskins erhält hier 2 Strafminuten wegen Behinderung. Die Herforder nun in Überzahl. Nauheim versucht sich zu befreien. Dennis Schmunk fängt hier jedoch den Puck ab, spielt den Querpass. Der Schuss kommt aufs Tor von Alexander Wagner. Zach McQueen bekommt die Scheibe, spielt den Pass zu Kilian Hutt. Der spielt zurück zu McQueen und er geht aufs Tor und bekommt den Nachschuss. Und 1:0 für den HIV in der 5. Spielminute. Für uns geht es weiter in der 15. Spielminute. Bad Nauheim kommt hier durch die neutrale Zone. Sven Johannard hält hier den Schläger etwas zu nah am gegnerischen Spieler und bekommt hier 2 Strafminuten wegen Haken. Das erste Drittel war bis dato relativ sparsam ausgestattet mit jeweils einer Strafe auf jeder Seite und einem Tor der Herforder ging es für beide Teams in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel starten wir in der 29. Spielminute. Nauheim hier im Angriff und da geht der Schläger von Nils Bohle vielleicht etwas zu weit raus. Der Nauheimer Spieler knickt kurz ein und Bohle erhält 2 Strafminuten wegen Beinstellen. Wir machen weiter in der 29. Spielminute und hier sehen wir ein wunderbares Forechecking der Herforder Mannschaft. Sven Johannard kann sich hier den Puck schnappen und geht hier durch die Hintermannschaft der Nauheimer. Der Schuss kommt aufs Tor, Bohle mit dem Nachschuss. Gehring am Puck, spielt mit der Rückhand auf Sven Johannard. Der verliert hier kurzzeitig die Scheibe. Die Nauheimer versuchen sich hier frei zu spielen. An der blauen Linie steht aber Florian Kiel, der ausholt und abzieht. Erhöht er zum 2:0 gegen Alexander Wagner. Zieht er hier den Puck ins Tor in der 29. Spielminute mit einem Gewaltschuss links in die Ecke. Leider muss man sagen, dass es hier im zweiten Spielabschnitt sonst nichts mehr Verwertbares gab. Und so ging es für beide Teams in die zweite Pause. Weiter geht's für uns hier im letzten Spielabschnitt mit einer nicht so schönen Szene. Herford hier im Aufbau, Pass auf Dennis Schmunk, der spielt die Scheibe halb hoch durch die neutrale Zone. Diese wird abgefälscht und Jan-Niklas Lindenbrüger bekommt sie hier irgendwie ins Gesicht und das Visier. Ich hoffe mal, da ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe bis jetzt auch noch keine Rückmeldung, keine offizielle Meldung, wie es aussieht. Ich hoffe mal, dass wir ihn am Freitag im Kleinfelde wieder auf dem Eis sehen werden. In diesem Sinne, Janni, alles Gute. Die Ice Dragons weiterhin die spielbestimmende Mannschaft in dieser Partie. Dennis Schmunk hier mit Schuss geblockt durch einen Verteidiger der Nauheimer. Chris Gehring hier versucht den Nachschuss. Kilian hat versucht auch mit einzugreifen, wird hier aber zu Boden gerissen. Hier wird keine Strafe ausgesprochen. Nichtsdestotrotz geht's weiter. 57. Spielminute, Bad Nauheim, Auszeit. Die letzten 30 Sekunden des letzten Spielabschnittes liefen schneller auf der Uhr runter, als die Nauheimer gucken konnten. Alexander Wagner verlässt in diesem Moment das Tor. Die Nauheimer mit einem zusätzlichen Feldspieler versuchen hier nochmal in den letzten Sekunden was zu bewirken. Florian Kiel versucht hier zu verteidigen. Prada am Puck. Herford kann die Scheibe wieder für sich gewinnen. Kiel spielt sich frei. Sven Johannard hinter dem Puck her und es ist aus. Das Spiel ist vorbei. 3 Punkte gehen nach Herford nach 60 Spielminuten aus dem Colonel Knight Stadion. Und an dieser Stelle muss ich mich leider schon von euch verabschieden. Lasst uns doch bitte einen positiven Kommentar unter diesem Video, einen Daumen nach oben und wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.